So, weiter geht. Kurze Störung. Da will ich hin. Perfekt. Darf ich sogar hin. PPSH ist behindert. Will kein Schwein. Wir geben sich dann ganz nach oben. Okay. Na, wo sind sie? Ich denke mal, die werden... ich soll mich ja nach ganz nach oben begeben. Oh. Ich bin aber noch nicht ganz nach oben. Beziehungsweise ich bin nicht ganz oben. Okay, da kann man nochmal hoch. Okay. Wie viele gerade hier durchgeschlichen sind. Beziehungsweise durchschleichen wollten. So, da haben wir nichts. Oh, scheiße. Hier haben wir ordentlich eine Ansammlung. So. Ich bin aber schon wieder so low-life. Warum der noch lebt, weiß ich nicht. Da haben wir nichts. Da haben wir ein Medikit. Da haben wir auch nichts. Ich werde mal safen. Ja, super. Normalerweise anvisieren und einfach nur reinhalten. So. Na, scheiße. Die Kara muss ab. Die Kara muss nachladen. Ich schieße lieber nochmal nach. Dass da unten nichts abgeht, finde ich komisch. Unten haben wir eine Panzerfaust. Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet, dass wir da wahrscheinlich gleich einen Panzerangriff oder sowas befürchten müssen. So, das war's. Wir haben hier nichts und wir müssen da unten. Dann wird. Ja, da kommt wahrscheinlich eine Panzer. Nee. Warum sollte hier ein Raketenwerfer liegen? Der hat doch. Der muss doch irgendwas auf sich haben. Stationär? Stationär, ja. Okay. Ja. Was für ein Panzer? So. Ja, ja. Entspann dich mal, mein Freund. Ich muss mal nachladen. Ich werde hier mal safen. Auch wenn ich wahrscheinlich ein bisschen... am Arsch bin. Halt. Oh, zack. Scheiße, Mann. Das Problem ist, ich habe so wenig Energie. Ich muss hier hinter schießen. Safe. Der Panzer lebt immer noch. Na, scheiße, das klappt eigentlich. Es klappt eigentlich wunderbar. Aber ich... ja. Es sind halt einfach... oh, es sind einfach zu viele. Ich habe halt auch keine Granaten, das ist gerade so mein Problem. Ich glaube, ich werde erstmal kurz mal an der Seite hier alle absnipen. So, jetzt rüber. Panzerfaust schnappen. Ja, ist halt ein bisschen kacke, ich weiß. Safen. Mein Problem ist halt auch so ein bisschen, dass ich halt die... das Ding jetzt dahin geschossen habe. Geht doch. Ah, scheiße. Fuck it, Mann. Ich hätte nicht so gierig nach der Dingen sein sollen. Das war mein Fehler. Ich war zu gierig nach der MP44. So, zack. Nein. Entdeckung und safe. So, jetzt kommen nämlich ein paar Leute wohl. Ja. Die mir jetzt unnormal im Kragen wollen. Das sind wohl die letzten Verbleibenden, würde ich mal meinen. Nein. So. Safe. Ich will mal gucken, ob hier... okay, 4 MP44 kann ich hier definitiv wechseln. Komme ich auf 71 Schuss? Nee, okay. Ich komme mit MP44 auf 102 Schuss definitiv auf mehr. Okay, stoßen sich zu den Trupp. Bin ich. Wir haben den Feind auf Bonieri vertrieben. Und wir werden nicht ruhen, bis die gesamte deutsche Armee von russischem Boden vertrieben ist. Okay. Und nu? Okay. Fortsetzen.
Prochorowka, 12. Juli 1943, liebe liebste Natascha, ich wurde wieder versetzt. Nee, also ich werde definitiv keinen russischen Akzent nachmachen, weil das kann ich nicht. Dieses Mal wurde ich von meinen Freunden getrennt. Es hat eine große deutsche Panzeroffensive bei der komischen Stadt gegeben. Bisher haben wir die Angriffe aufhalten können, aber der Feind hat uns schon mehr als einmal blutige Nasen verpasst. Wir haben zu wenig Panzerbesatzung, daher suchten sie unter den Infanteristen nach solchen, die ehrenvoll gekämpft haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Versetzung zur 5. Panzerwacharmee wirklich als Belohnung für gute Dienste ansehe. Ich hoffe nur, dass ich bald wieder bei meinen Genossen sein werde. Der Juri. Marsch Richtung auf Puro. Sowieso? Okay. Okay, wir sollen wieder Panzer fahren. Okay, alles klar. Ich weiß gar nicht, was die Zeit sagt. Sagt die Zeit? Gesagt, was sagt die Zeit? Es geht ja, ist ja mal gerade erst 2. Aber ich glaube, ich werde gleich nochmal eine Runde essen. Und dann weitermachen, fix. Ja, ja, Augen offen halten. So, einmal wenden. Begeben sich zu der Stadt. Okay, hier vorne ist das Spiel gespeichert. Wir sollen uns einfach nur zu der Stadt begeben. Ja, ist mir klar. Ja, wenn er mich nicht blocken würde, wäre es eigentlich ganz geil. So, und anvisieren und Feuer. Wow, das hat also ordentlich gerumst gerade. Mein Problem ist halt so, dass ich... Obwohl, ich muss erstmal wieder in die Panzermechanik reinkommen. Dann klappt es auch. Ja, ja. So. Also ich würde halt ganz gerne... Ich glaube, das lasse ich auch so wieder, dass ich halt Leertaste wie gedrückt halte und halt so den Panzer mit der Maus steuern kann. Er reagiert ordentlich schnell. So. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall hart, der Kampf. Sorry, bisschen müde auch noch. Ich habe so Hunger. Oh, Spiel wird gespeichert. Ich glaube, hier sind ein bisschen humanere Speicherpunkte. Was halt fehlt, das Zooming. Also, dass man Rechtsklick halt reinzoomen könnte. Das wäre ein bisschen geiler. Wäre auf jeden Fall geiler. Schnauze. Also immer in Bewegung bleiben. Da haben wir... Da haben wir nochmal einen. Scheiße. Ja, genau. Tot, tot. Ich weiß halt nicht, ob ich mich regeneriere. Ich bezweifle. Schuss. Panzerfäuste im Schutthaufen. Ja, ich weiß. Oha. Vernichten Sie jeglichen Widerstand aus dem Wald. Wir sind aber trotzdem recht doll kaputt. Ich bezweifle, dass ich das wirklich ordentlich heil dahin schaffe. So. Ich hoffe mal... Gut, den da hinten habe ich getroffen. Den habe ich, glaube ich, nochmal getroffen. Er brennt auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass ich mich wenigstens hier generiere. Oder irgendeine Art und Weise mich heilen kann. So, ich hoffe, solange... Ich hoffe mal, dass kein Elefant und eine Maus kommt. Ja, hört sich vielleicht für einen Laien komisch an, wenn ich sowas sage, aber das sind... Ja, ja, das sind halt Panzer... Schwere Panzerjäger, Panzerkampf. Also Panzer... Panzer, die halt andere Panzer jagen, weil die halt schwerer gepanzert sind, die eigenen. Also die Maus und der Elefant beispielsweise. Den Elefanten mussten wir ja schon kaputt machen. So, ich denke mal, ich muss nach rechts. So, die Pack ist kaputt. Das Geile ist halt, dass wir auch Bäume umfahren dürfen. Und ich würde ganz gerne... Also ich würde es echt begrüßen, wenn wir, ich sage jetzt mal, so eine Art Medikit oder sonst irgendwas bekommen, dass ich Heilungsstand ein bisschen höher machen würde. Zerstören sie alle deutsche Panzer. Ich weiß nicht, ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. So, ich werde einfach mal Gas geben. Ja, ich weiß, das war zu niedrig.
Okay, das sind Tigerpanzer. Das ist doof. Das ist hart, dass wir gegen Tigerpanzer kämpfen müssen. Weil die Tigerpanzer sind eine der, sind halt die stärksten Panzer damals mit gewesen. Durch die starke Panzerung, was man halt hatte. Ich habe nur noch einen Fizzle von. Ich werde trotzdem mal quicksaven. Ich brauche nur eine Panzerfaust oder sowas abkriegen und ich bin am Arsch. Zerstören sie alle Panzer auf der Lichtung. Fuck! Das meine ich nämlich. Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen anders agieren. Ich werde kurz mal vorpieken, so dass ich halt die nächste Mission krieg. Das nächste Ziel. Und dann lasse ich einfach nur mal erstmal meine Leute arbeiten. Und dass die dann die Panzer halt kaputt machen. Beziehungsweise ich werde aus gegebener Reichweite selber versuchen halt ein paar kaputt zu machen. Weil das ist für mich wirklich einfacher und sicherer. Da haben wir, glaube ich, noch einen. Oder? Jo. Na komm. Ich werde mal vorgehen und erfinden. Ja, ich muss halt so scheiße spielen. Ich würde auch lieber vorfahren. Die haben den kaputt gemacht. Die haben den kaputt gemacht. Perfekt. Naja. Schade. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich den Baum fällen kann. Umfahren kann ich ihn auf jeden Fall nicht. Wäre auch Schwachsinn, so einen fetten Baum umfahren können. Das Gute ist halt, dass man hier wirklich drüber... Okay, oder auch nicht. Ist halt zu hoch. Kann ein paar, über diesen kleinen Absatz kann kein Panzer drüber fahren. Alles klar. Die Hydraulik. Die Hydraulikgeräusche haben sie aber einfach wirklich klasse gemacht, muss ich sagen. Panzerfahren ist halt immer so eine Sache, man... okay. Man kann halt, ja, nicht wirklich irgendwie was machen. Oh, man kann auf jeden Fall Häuser kaputt machen. Das heißt, ich kann mich nicht irgendwie großartig regenerieren. Das ist ein großes Problem für mich. Weil man sieht unten rechts, wie wenig, extrem wenig Lebensenergie der Panzer nur noch hat. Wirklich ein Schuss und das war's. Nochmal safen, darum, ich bin nur am safen gerade. Deutsche Straßenblockade kaputt machen, dann lasse ich mal den Leuten machen. Ich würde ja auch ganz gerne mal... Ja, super. Fuck. Vor allem, ich kann noch nicht mal aussteigen und irgendwas machen. Nee, ich darf nicht aussteigen. Wäre auf jeden Fall geil, wenn man halt den Panzer oder so reparieren könnte. Ich kann halt nichts sehen. Ich weiß halt nicht, was meine Freunde hier machen. Beziehungsweise großartig da versuchen zu veranstalten. Okay, ich hab's auf jeden Fall mal was. Ich hab auf jeden Fall getroffen, das, was ich treffen sollte wohl. Nichten sie alle übrigen deutschen Panzer. Okay. Oh, hier sieht man beispielsweise den Elefant. Okay, da sind ganz, ganz viele Leute von mir. Und ich werde hier nochmal schäfen. Und ich werde einfach nur wirklich von hinten aus, also ich werde jetzt erstmal hier stehen bleiben und erstmal so ein paar Panzer meine Freunde machen lassen, meine Mitkameraden. Und mich da halt wirklich sehr vorsichtig bewegen. Safe. Und Schuss. Den da vorne haben wir noch. Den kann ich auf jeden Fall treffen. Bisschen höher, glaube ich. Ne, das war zu hoch. Der war getroffen, glaube ich. Ja. Der müsste jetzt eigentlich kaputt sein. Perfekt. So, den können wir schon mal zum nächsten Gebäude, beziehungsweise zur nächsten halt Deckung halt fahren. Lol, man fährt hier über den geflüchten Lager wirklich so holperig. So, das ist auf jeden Fall ein kleines, nettes Feature. Und da oben haben wir einen Panzerjäger. Mehrere Panzerjäger. So. Wir werden erstmal den Tigerpanzer da kaputt machen. So, perfekt. Der ist kaputt. Den Elefanten da oben haben sie schon kaputt gemacht. Ich bin der Meinung, dass der da oben auch langsam kaputt machen sollte.
Oh, oh. Ich stehe genau breitseitig, ich stehe genau längs zu ihnen. Also halt schwache Panzerung, schwächste Panzerung ist halt am Heck. Stärkste an der Front. Darum sollte man eigentlich mit dem Panzer immer frontal fahren. So, ich werde aber trotzdem defensiv hier durchschießen. Gut, ich habe meine eigene Deckung zerschossen. Ich weiß auch nie, ob ich da... Nee, das war zu hoch. Gut, das Ding ist kaputt. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal meine eigenen Leute da was machen lassen. So, dass ich halt da wirklich auch heil durchkomme. Habe ich noch nie Männer gesehen, die mit der heute an den Tag gelegten Tapferkeit gekämpft haben. Ich empfinde es als Ehre, ihr Genosse zu sein. Okay. Jo, damit war das doch wohl fertig. Lan, Call of Duty, Kharkov, 22. August 1943. Liebe Natascha. Sorry. Alter, sorry fürs Gehen. Liebe Natascha, endlich haben wir Kharkov erreicht nach dem Entlösen. Also endlosen Töten. Bei Kursk wird es hier eine willkommene Erholung sein. Wir wurden einer großen Streitmacht zugeteilt, die am Stadtrand versammelt wurde. Heute fordern wir Kharkov für Mutterchen Russland zurück. Wir müssen so schnell es geht vorstoßen und den Hauptbahnhof besetzen, damit unsere Genossen eintreffen und die Streitkräfte verstärken können. Die Stadt ist so verfallen, als hätte die Hälfte selbst von ihnen von ihrem Herzen besitzt. Die Hölle selbst von ihrem Herzenbesitz ergriffen. Meine Fresse. Vasili und Sergeant Antonov machen so finstere Gesichter, dass es einem unheimlich wird. Vielleicht wissen sie mehr als ich. Yuri. Vorwärts, vorwärts, nicht aufhören, nicht aufhören. Naja, vorwärts, vorwärts. Greifen sie die Stadt an. Ich werde hier aber trotzdem kurz mal speichern und mal ganz kurz pausieren. Speichern. Jo. Einmal ganz kurz pausieren. Für mich eine ganz kleine Aufnahmepause. Bisschen essen, hast du nicht gesehen. Bisschen runterkommen, alles drum und dran. Und ja, dann geht's nachher auch gleich weiter. Also, bis gleich.